Ich kenne sie. Sie waren neulich im Gefängnis. Ich war wieder bei der Farm. Wegen dem Schnaps, wissen Sie? Er macht einen klar. Die werden ihn nicht vermissen. Die sitzen in der Klapse. Aber mein Kumpel, Danny, er ist verloren. Irgendetwas stimmt nicht mit ihm. Das ist nicht er. Wie die schlechte Fortsetzung von echt guten Film. Wo der beste Freund plötzlich der Böse ist. Wer schreibt denn sowas? Na, ich. Willkommen zurück zu Alan Wake. So, wir waren weiterhin in diesem Haus. Wir sollten die Hütte durchsuchen. Ich bin gerade erschrocken. Ich habe in meinem Kopf alle Möglichkeiten durchgespielt. Wenn ich dem Dunkel weiter gehorche, wird meine Geschichte Alice nicht retten. Es ist eine Horrorgeschichte, die sie, mich und alle anderen in dieser Stadt töten wird. Niemand wird überleben. Die Dunkelheit wird alles verschlingen. Das wollte es die ganze Zeit. Es will frei sein. Es hat Alice benutzt, um an mich heranzukommen, sie als Köder eingesetzt, um mich weiter anzutreiben. Ich werde das ändern. Ich werde entkommen. Ich habe mich selbst in die Geschichte geschrieben. Ich bin jetzt Protagonist. Es fühlt sich wie ein großes Risiko an, ist aber der einzige Weg, Alice zu retten. Auch ich bin, wie jeder andere Akteur, an die Geschehnisse der Geschichte gebunden. Sie muss logisch bleiben, damit das hier funktioniert. Es muss Opfer geben, knappe Fluchten, Spannungsbögen. In einer Horrorgeschichte ist es nicht sicher, dass der Held Erfolg hat oder überhaupt überlebt. Als nächstes werde ich meine Flucht beschreiben. Ich brauche Hilfe. Zane wird mir helfen. Ich werde es geschehen lassen. Okay. Damit haben wir den nächsten Fernseher gefunden. Ich habe jetzt keine Stoppuhr hier an. Das heißt, ich nehme jetzt einfach auf und wenn dieser Part etwas länger wird, wird er halt etwas länger. So, wir müssen die Hütte durchsuchen. Oha. Geh kaputt. Lassen Sie mich raten. Danny, hä? Ja, wahrscheinlich. Wo ist er? Da. Zur Farm gehen. Okay, ich gehe jetzt einfach hier aus dem Fenster raus und fahre mit dem Auto zur Farm. Die Farm war immer noch ein gutes Stück entfernt. Ich brauchte ein Auto, um schnell hinzukommen. Wenn Alles Larry klar. nicht hier war, steckte er wohl auf der Farm in Schwierigkeiten. Ich fühlte mich ein bisschen schuldig, weil ich an ihm gezweifelt hatte. Ich hatte mich bis hier allein durchgeschlagen, aber Barry war Barry. Mal kurz aussteigen. Denn wenn wir sowas schon sehen, können wir es auch mitnehmen. Psychospielchen hier, ne? Mitten auf dem Weg stehen bleiben, und um eine Thermosflasche einzusammeln. Leute. Nein. Böses Spiel. So. Wie kommen wir denn jetzt zur Farm? Ich nehme einfach mal an, wir müssen da lang. Ich hasse es, bei diesem Spiel Auto zu fahren, ehrlich gesagt. So. Hilfe. So Leute, wir müssen zur Farm und ich denke mal, wir sind schon hier. Und ich habe das Gefühl, wir müssen jetzt gleich hier aussteigen. Oh nee. Oh nee. Aussteigen auch noch. Oh, dieses Psycho-Spiel manchmal, ne? Jetzt musst du hier wieder aussteigen. Du warst eben noch sicher im Auto. Nein. Ah, ausgewichen, du Wichser.
eben noch einen gesehen. Da. So. Okay. Okay, das werde ich verlieren. Alles klar. Oh, das ist jetzt eine schlimme Stelle, Leute. Die Farm war immer noch ein gutes Stück entfernt. Und ich muss jetzt noch mal mit dem Auto fahren. Hinzukommen. So. Wenn Barry nicht hier war, steckte er wohl auf der Farm in Schwierigkeiten. Ich fühlte mich ein bisschen schuldig, weil ich an ihm gezweifelt hatte. Ich hatte mich bis hier allein durch. Wir hatten hier noch keinen Kontrollpunkt gefunden. Okay. Alles klar. Erstmal hier die Thermosflaschen mitnehmen. Das Witzige ist, kann ich jetzt eigentlich schon losfahren, während er noch nicht mal auf dem Fahrersitz sitzt? Ja, okay, jetzt. Alles klar. Also da wurde dann doch schon so ein bisschen drauf geachtet, wenigstens. So, komm, diesmal fahren wir mal oben lang. Autschen. Ich will jetzt wissen, was hier ist. Hier war ein Pfeil. Da rein, echt jetzt? Lithiumbatterien. Oh, sehr schön. Und hier hinten blinkt noch was. So, was haben wir hier? Haha! Man macht es uns gerade sehr einfach. Komm, weil ich ja mittlerweile nicht mehr ganz so eine Schissbuchse bin. Würde ich mich hier oben auch noch umgucken? Nö, hier geht's nicht raus, okay. Alles klar. Könnte mal wenigstens ein Kontrollpunkt sein, wisst ihr? Wo war denn jetzt die Tür? Da, ne? Ja. Alles klar. Hab jetzt gar nicht drauf geachtet, ob hier ein Kontrollpunkt war. Jedenfalls würde ich gern erstmal da oben lang fahren. Das sind wir nämlich eben nicht lang gefahren. Dieser Weg scheint gut auszusehen. Okay, dann kommen wir auch da unten an. Nee, da müssen wir lang. Da müssen wir lang. Definitiv. Definitiv hoch, definitiv. So. Wow. Ja, da war das dunkel wieder. Ah, das war nur ein Blitz. Rede es dir ein, Alan. Komm schon, ich krieg dich. Boom, Baby. So, kann ich auch hier einfach vorbeifahren? Nö, natürlich nicht. Wäre auch zu einfach. Jetzt müssen wir das schaffen, sonst müssen wir die ganze Scheiße nochmal machen, Leute. So. Wenn hier ja wenigstens ein Kontrollpunkt wäre, ne? Wenn hier ja wenigstens ein Kontrollpunkt wäre. So, wir können aber was versuchen.
Der bewegt sich jetzt. Werfen wir mal eine Blendgranate hin. Boom. So, der ist weg. Also rennen. In den nächsten Kontrollpunkt. Hey, so einfach kann das sein, ne? Wenn man sich mal ein bisschen umguckt. Oh, sehr schön. Ist hier noch was? Nein. Erstmal wieder auf die Leuchtfackel zurückwechseln. Nee, hier kommen wir nicht vorbei. Okay, also. Durch die Windmühle durch. Oder einfach hier runter. Ich würde mich hier trotzdem gerne mal kurz umgucken. An dieser Windmühle. Okay, also hier kann ich nichts machen gerade. Ich sehe hier auch keine Tür oder sowas. Ah, doch, da. Aber da können wir nicht rein, alles klar. Weiß ich Bescheid. Oh, mein Auge tränt gerade. Da hinten sehe ich eine, hier, da, da ist eine Thermoskanne. Und beim nächsten Kontrollpunkt, jetzt wartet mal kurz. Was ist denn das? Das sind Feuerwerksraketen. Ich wusste, dass die Brüder mal sowas wie Rockstars waren, aber so richtig kapierte ich das erst, als ich die Bühne sah. Lauf! Sie kommen! Es sind zu viele von ihnen! Okay. Ich bin so froh, dass du einen Alleingang hingelegt hast, Mr. Bronson. Halt die Klappe und schieß! Wow. Hey, wir müssen sie abwehren. Ich kann von hier aus mehr von dem Feuerwerk abfackeln und dir helfen. Ist dir aufgefallen, dass hier eine Menge Munition in sowas rumliegt? Und zwar überall! Hey, halt er durch! Ich mache die Scheinwerfer an! So, ich habe hier irgendwo was rumliegen gesehen. So. Ja, das hätten wir. Boom. Barry Wheeler, stets zu Diensten. So, jetzt haben wir eine richtig gute Taschenlampe. Nein, verdammt. Dame, warte, Leitungen. Alte Deutsche, ich will sie zum Laufen. Versprochen. So. Na, wo seid ihr? Und hinter mir ist noch einer. Komm, her. So, jetzt haben wir eine Pumpgun. So. Nein, nein, nein! Warum tust du mir sowas immer wieder an? Tu's für Barry, bitte, 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 bitte! Boom! Und boom! Aua! Und boom! Aua! Geschieht dir recht. Boom! 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 Obwohl ich sagen muss, dass ich immer genau so draufgehen wollte. Rock'n'Roll! Boom! Es ist richtig geil gerade, Leute. Das ist vielleicht der großartigste Augenblick unseres gesamten Lebens. Bam! Die versuchen uns umzubringen. Das soll der Höhepunkt meines Lebens sein? Wirklich? Children of the Elden God! Wie cool, verdammt! So. Da! Wieder im Spiel! Oh ja! Was haben wir denn hier hinten noch?
Aua, alles Mögliche. Oh fuck, nein, jetzt bloß nicht sterben. Oh Gott, nein, scheiße. Okay, wir versuchen es gleich nochmal im nächsten Part. Tschüss, ciao, ciao, sagt euer Mr.